Oh, es gibt auch noch eine dritte Sorte. Dreite Sorte. Hallöchen, ihr Lieben. Wir haben zwei neue Eissorten von Alpro Soja, beziehungsweise Alpro. Früher haben sie sich ja Alpro Soja genannt. Ich weiß gar nicht mehr, wie das heute ist. Anscheinend nicht. Heißt ja auch offiziell noch dumm. Steht ja nur noch Alpro. Aber ich glaube es trotzdem, dass es auf Sojabasis ist. Ja, das sehe ich hier schon ganz, ganz klein schauen, aber gleich, was es genau ist. Ich habe mir nämlich noch nichts dazu angeschaut. Ich habe sie im Supermarkt gesehen, vorher auf Instagram. Sie waren in meiner nicht vorhandenen Liste, unterbewusst auf der Liste, dass es die neuen Eissorten sind, die ich probieren möchte, wenn ich zurück bin. Und ich habe sie bei Kaufland gefunden heute. Nee, Quatsch, bei Edeka habe ich sie gefunden, gestern. Das war das erste Eis, das neue Eis, was ich gekauft habe. Für 5,99 €, also ist nicht so günstig. Wir haben 450 ml, mal was ganz anderes. Keine 440, keine 473, keine 500, sondern 450. Auch ganz spannend, da seht ihr das, und zwar bei allen beiden. Und 230 Gramm, also es ist fast genauso viel Luft wie Eis drin. Fast 50% Luftaufschlag. Oder sagt man 100? Keine Ahnung, meine Mathekenntnis verlassen mich gerade. Beide haben 360 Kalorien. Und was haben wir für Sorten? Das hier ist die eine Sorte und das ist Schoko. Und zwar steht der Velvety Chocolate Swirl. Ich weiß nicht, ob es Schoko mit Schoko Swirl ist. Das werden wir herausfinden oder auch, wenn wir gleich lesen. Und das andere ist Caramel Macchiato Swirl. Wahrscheinlich eine Basis mit einem Caramel Swirl, eine Macchiato Basis oder andersrum. Mal schauen. Beide sind vegan, beide sind auf Soja Basis. Und ja, ich denke, wir schauen direkt mal drauf. Also hier ist das vegan Label, das seht ihr auch. Und bei dem anderen hier. Und wir gucken mal. Es ist relativ teuer, finde ich, dafür, dass Luftaufschlag drauf ist. Und es ist jetzt auch nicht Bio oder so. Hier steht Zutaten, Sojabasis mit 5,6% Sojabohnen. Danach kommt löslicher Maisballaststoff. Das ist nichts anderes als Inulin. Danach kommt Zucker, also nicht zuckerfrei oder so. Krass, da ist Fructose-Glucose-Sirup drin. Das nimmt man oft zum Eis machen. Was heißt krass? Keine Ahnung, warum ich krass gesagt habe. Kokosnussöl ist drin. Die typischen Emulgatoren, Mono, die Glyceride von Speisefettsäuren. Wir haben 0,8% Schokoladenpulver. Das ist wirklich nicht viel. Also es ist verrückt, ne? Ein Eis, wo groß Velvety Chocolate draufsteht, dann wäre nichts an Schokolade, nur 0,8% Schokoladenpulver drin. Keine weitere Schokolade, soweit ich hier sehen kann. Das ist ein bisschen schlecht. Also umso mehr ein bisschen Abzocke, finde ich persönlich. Hier habt ihr die Zutaten. Weiß ich nicht, was ich davon halten soll. Hier sind die Nährwerte. Und wie ihr sehen könnt, ich muss gerade mal umdrehen, haben wir 156 Kalorien auf 100 Gramm. Das ist fast wie so ein Oppo. 6,3 Gramm Fett, davon 4,9 Gramm gesättigte Fettsäuren. Das wird hauptsächlich vom Kokosöl kommen. Dann 16,2 Gramm Kohlenhydrate, davon 12,3 Gramm Zucker und 2,2 Gramm Eiweiß. Es ist nicht super low in Eiweiß, aber der ganze Pint hat halt irgendwie 7 Gramm Eiweiß oder so. Sorry übrigens für das Schmiererei meiner Hand. Das ist im Flugzeug passiert, meine Stifte explodieren da immer und ich musste so auf beiden Flügen. Ich bin über Portugal geflogen, von New York nach Portugal, von Portugal nach Deutschland. Muss man so Sachen ausfüllen, so Dokumente, wo man schreibt, wo man genau gesessen hat, falls eben doch irgendwer Corona hatte. Genau, und jetzt ist die andere Sorte. Also das schon mal Abzocke, würde ich sagen. Hier haben wir auch 230 Gramm, 450 Milliliter. Die Nährwerte seht ihr hier. Und zwar sind die auch 156 Kalorien auf 100 Gramm. Na, okay. 6,3 Gramm Fett auch 4, es ist fast alles gleich. Nur, dass wir 2,1 Gramm Eiweiß haben und 16,3 Gramm Kohlenhydrate. Davon 12,4 Gramm Zucker. Also hier ist ein bisschen mehr Zucker drin. Minimal ist weniger Eiweiß. Ja, keine Ahnung. 360 Grad, so ein bisschen das Design. 360 Grad haben die hier gemacht, sehe ich auch gerade, weil sie 360 Kalorien pro Pint haben. Also auf jeden Fall ein Low-Calorie-Eis, aber diesmal eben in der veganen Variante und von Alpro. Habe ich es auch schon erwähnt, dass es Low-Calorie ist? Nein. Jetzt seht ihr es auf jeden Fall. Ich glaube nicht, ich habe nur gesagt, das neue Alpro-Eis. Also nicht nur das neue Alpro-Eis, sondern das neue Low-Calorie-Alpro-Eis. Übrigens, das hat jetzt auch den Nutri-Score drauf. Das habe ich bisher noch gar nicht auf Eis gesehen. Nutri-Score B, also gar nicht so schlecht. Und der ist ja auch freiwillig, den muss man, glaube ich, nicht machen. Genau. Jetzt haben wir alles gesagt. Ich mache es auf und... Achso, nee, stopp. Kaffee und Karamell in diesem hier anschauen. Übrigens steht hier, man soll es 3 bis 5 Minuten lang antauen. Also das sollte auf jeden Fall perfekt sein. Hier steht, wir haben pflanzliches Eis auf Sojabasis mit Karamell und Macchiato-Sauce. Ah, okay. Also es ist eine Karamell-Macchiato-Sauce und ein pure Sojabasis. Wir werden sehen. Keine Ahnung. 11,3% Soße. Ich habe hier noch gar nicht geschaut, was es eigentlich genau sein soll. Hier ist es auch 11,3%. Juhu, aber Schokosoße. Und auch hier steht einfach nur Eis auf Sojabasis. Also wahrscheinlich haben die beiden die gleiche Basis, einfach zwei verschiedene Soßen. Wenn das so wäre, fände ich es ein bisschen lame. Keine Stückchen, ziemlich teuer, nicht allzu gute Zutaten und relativ unkreativ.
Ich schimpfe gerade. Vielleicht wäre auch unberechtigt. Wir werden schauen. Also ich mache es jetzt auf. Oh, es gibt auch noch eine dritte Sorte. Dritte Sorte habe ich vergessen. Irgendwas mit Mango oder Maracuja. Hatte ich nicht so Bock drauf. Wir probieren jetzt erstmal die beiden. Schreibt mir drunter, falls ihr die Fruchtsorte mögt. Ja, jetzt bin ich gespannt. Schoko zuerst aufmachen. Man sieht schon so ein bisschen so ein Swirl durch, glaube ich. Sieht echt so aus, wie ich gedacht habe. Sehr luftige Eiscreme mit einem Strudel. Wie sieht es hier aus? Es sieht echt genauso aus. Also es erklärt die gleichen Nährwerte. Nur andere Soße. Also gleiche Basis, Sojabasis und Swirls. Ja, echt leicht gemacht hier. Ne? Die haben den Trend Low-Calorie-Eis genommen. Vegan waren sie ja schon immer. Haben super luftiges Eis genommen. So, also 50% Luft mehr darf man gar nicht reinmachen, glaube ich, in Deutschland. Also vollkommen die hier Gewinnmaschinerie-Spanne ausgenutzt. Gleiche Basis, echt lame. Ohne es probiert zu haben, sieht so aus. Und dann einfach verschiedene Strudel reingemacht, die auch qualitativ nicht so geil sind. Vielleicht schmeckt sie jetzt mega gut und ich werde hier meine ganze Schimpferei zurücknehmen. Aber bisher, nee. Also wir probieren jetzt erstmal die Basis, die wahrscheinlich in beiden gleich sein wird. Ihr kennt mich, ich habe wieder Bilder gemacht, aber wir kommen jetzt zum Eis. Ja, super luftig. Cremig ist es, aber luftig. Es schmeckt richtig stark nach Soja. Seid darauf vorbereitet, also wenn ihr Sojamilch den Geschmack nicht mögt, das hier schmeckt mehr nach Soja als die Milchsorten. Das war Schoko. Jetzt mal von der Karamellseite, aber ich bin mir sicher, es ist dasselbe. Gleiche Basis. Okay, ich will schon mein Fazit sagen, aber kommt gleich. Also man sieht, dass hier echt mit Wasser, Zucker und Kakaopulver gearbeitet ist, ganz dunkel. Ich finde, ja. Ja, es schmeckt echt wieder fast genauso wie diese Schwarte-Soße, die man über dem Eisregal findet. Nichts Besonderes, aber es schmeckt sehr ähnlich, also sehr ähnlich danach. Ist lecker, aber nichts Besonderes. Karamell. Dunkles Karamell. Ja, also man schmeckt Kaffee raus, relativ bitter auch, muss man mögen. Aber gut, es sind 0,6% Kaffeeextrakt drin, das schmeckt man, ist auch nicht schlecht. Ich finde es fast schon besser. Aber jetzt mein Fazit. Ihr wisst, ich bin fast selbst vegan, ich bin total für den ganzen veganen Trend. Aber preislich ist das hier echt eine Abzocke und ich finde, sie sind sehr unkreativ gewesen. Es ist was sehr Cremiges. Bestimmt viele, die nicht so Ahnung von Eis haben, finden das erstmal mega gut, weil sie sagen, ja, voll cremig, voll gut, finde ich geil. Nicht so wässrig wie normales veganes Eis. Ja, aber es ist eben auch mit ganz, ganz viel Luft gearbeitet. Und wenn man mit viel Luft arbeitet, wird es automatisch cremiger vom Gefühl her im Mund, weil es einfach viel schneller schmilzt. Sieht auch super leicht. Ich würde sie mir nicht nochmal kaufen. Ich bereue es fast schon, sie gekauft zu haben. Immerhin habe ich hier einen YouTube-Channel und kann euch das deswegen zeigen und euch warnen. Das ist ja auch manchmal der Sinn dieser Sache. Insofern fühle ich mich nicht ganz unnütz, dass ich es gekauft habe, weil ich es echt nicht gut finde. Ich würde es nicht nochmal wieder kaufen. Just my opinion. Ich bin schon so mit Englisch. Nur meine Meinung. Schreibt mal drunter, wie ihr sie findet. Ich glaube, manche waren auch richtig begeistert. Ich habe nichts gegen den Sojageschmack, aber ich glaube, manche könnten den richtig komisch und eklig finden. Also lasst mich wissen, was ihr von dem Eis haltet. Ich bin nicht so begeistert. Eher Daumen nach unten. Aber ich würde mich trotzdem über Daumen nach oben von euch für diesen Channel freuen. Tolle Überleitung mal wieder. Ich weiß, man vergisst es immer schnell, gerade wenn man es woanders schaut, aber vielleicht denkt ihr später dran, wenn ihr am Handy seid und könnt euch dann ganz schnell bei YouTube einloggen und einen Daumen nach oben geben. Würde mich freuen. Also bis dann. Ciao.